Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Frank Rollinger, ich bin Erfinder der Free Release Methode und ich möchte heute etwas zur Golfbiomechanik vermitteln, weil das liegt mir doch ganz entscheidend am Herzen, damit man hier mal die Chance hat zu verstehen, um was es geht. Schauen Sie, das sind hier meine Lieblingsblumen, Pfingstrosen. Die blühen bei uns in dieser Höhenlage tatsächlich erst im Juni. Aber sowas ist meiner Ansicht nach die absolute Vollkommenheit. Und genauso so eine Vollkommenheit konnten wir in der Bewegungslehre im Golfschwung umsetzen, nämlich die Free-Release-Methode. Free-Release heißt Schwingen, ohne auf Widerstände zu stoßen. Und ich bin weltweit in verschiedenen Foren. Ich spreche wirklich mit jedem, der sei es mal meinen Horizont erweitern könnte in diesem Bereich. Und ich stelle eines fest, und da ist eigentlich Golf ein isolierter Sport gewesen. Die große Problematik im Golfsport, in der Golfbiomechanik, liegt genau darin, dass diejenigen, die unterrichten, alles gute Leute sind, ja, aber keiner von denen sagt ihnen, Achtung, ich unterrichte sie nach dieser und dieser Methodenlehre. Und warum sagen die das nicht? Weil das sehr, sehr konkret ist. Und weil auch in der herkömmlichen Golfschwungmethode, ich sage in der alten Methode, keine Koordinaten, Achsenwinkel oder sonstige Dinge, an denen Sie sich orientieren können, vorhanden sind. Also das heißt, stellen Sie sich vor, Sie würden eine Maschine konstruieren und Sie würden dem Maschinenbauer eine Zeichnung geben, aber ohne Angabe von Zahlen, von Fakten, von sonstigen Dingen. Also es wäre sehr, sehr schwierig, eine Maschine vor allem wiederholbar entsprechend zu bauen. Anderes Beispiel aus dem Kochen, ja, wenn Sie sich mit so Spitzenköchen wie mit Harald Wohlfahrt unterhalten, der muss ganz präzise Rezepte, ganz detaillierte Beschreibungen an seine Köche weitergeben, dass wenn er auch mal nicht da ist, dass die Dinge auch wiederholt werden können. Genauso verhält es sich auch mit der Golfschwung-Biomechanik. Wir haben Befragungen gemacht unter mehr wie 2500 Golfern und haben hierbei festgestellt, dass nicht einer davon, egal ob Tourspieler oder Amateur, in der Lage ist, seinen Schwung mit einer zusammenhängenden Kette von Koordinaten, Achsen und Winkel und genau präzise beschriebenen Bewegungen wiederzugeben. Und da gibt es Wissenschaftler, die haben das ganz genau untersucht. Wenn Sie bei komplexen Bewegungen, also eine komplexe Bewegung wie zum Beispiel Stabhochsprung, der Golfschwung, Sammelturmspringen, sind komplexe Bewegungen, Bodenturnen, Turnen allgemein. Und im Gegensatz dazu, Skifahren ist keine komplexe Bewegung, Radfahren, Rollerskaten, Fußball ist keine komplexe Bewegung. Aber wenn Sie bei komplexen Bewegungen, und das ist, da gehört nun mal der Golfschwung dazu, nicht diese Koordinaten haben, dann, meine Damen und Herren, haben Sie ja überhaupt nichts, an dem Sie sich festhalten können. Ja, dann haben Sie ja keinen Koordinatenablauf, keinen chronologischen Bewegungsablauf. Und Sie benötigen diesen chronologischen Bewegungsablauf, weil Sie genau diesen in Ihr Unterbewusstsein programmieren müssen. Das machen wir mit dem Golf-Mental-Coaching. Und dann muss diese Bewegung trainiert werden, teilweise motorisch trainiert werden. Wir brauchen den Personal-Trainer, wir brauchen alle Facetten aus dieser Thematik. Das ist nicht so kompliziert, auf jeden Fall sehr einfach umzusetzen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist hierbei, nur so, wenn Sie sich an irgendetwas festhalten können, dann können Sie Bewegungen wiederholen. Und das ist das Thema, wenn Sie überhaupt nicht wissen, was Sie tun. Ganzheitlich können Sie den Golfschwung tatsächlich nicht umsetzen. Deswegen empfehlen wir dieses Fusions-Mental-Schwung-Programming. Da ist die Kombination von chronologischem Training und von kognitiven Bewegungsabläufen, steuerbaren Bewegungsabläufen beinhaltet. Also, das große Problem, nicht die Leute sind schlecht. Also, es hat nichts mit der Person zu tun. Auch meine Person ist nicht so dramatisch. Ja. Also, ich habe vielleicht 3-5% Anteil am Unterricht. Der Kern
liegt am Rezept. Der hat auch bei uns einen Anteil von 95%. Und beim herkömmlichen Unterricht ist es gerade umgekehrt. Da hat das Rezept einen Anteil von vielleicht 3-4%, weil gar kein Rezept vorhanden ist. Das ist die Problematik. Nicht die Leute sind schlecht, sondern das Rezept ist schlecht. Und das, was ich mache, kann natürlich jeder auch entsprechend machen. Wir bilden auch aus dem Golf Instructor, also Golf Biermechanik Pro, Golf Health Pro. Das ist nicht die Problematik. Die Problematik ist, dass in allen anderen Bewegungen, die komplex sind, da arbeiten die Leute schon, weil sie so aus der, weil sich das so entwickelt hat, aus einer Chronologie heraus. Und Biermechanik ist nichts anderes wie die Mechanik, wie Mechanik, ja, also wie ein Maschinenbauer. Deswegen kann man das gut mit dem Bau einer Maschine oder einem Architekten vergleichen. Stellen Sie sich vor, ein Haus hätte keine Koordinaten. Wie soll denn dann der Maurer das entsprechend umsetzen? Ja, also das ist unmöglich. Also das ist viel zu hoher Anspruch. Und genau diese Thematik konnten wir finden. Hier konnten wir tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau finden. Das ist die reine Sensation, vielleicht auch ein bisschen eine Revolution, aber es funktioniert. Das ist ja das Allerwichtigste und es spielt gar keine Rolle, ob Sie ein hohes oder niedriges Handicap haben, ob Sie Tourspieler sind, ob Sie über 80 sind oder 15, juckt überhaupt nicht. Biomechanik, die Gesetze der Biomechanik sind für alle Menschen gleich und Gott sei Dank, unser Lehrweg ist um ein Vielfaches einfacher umzusetzen. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beschreiben Sie mal Ihren Golfschwung und Sie werden sehr schnell feststellen, Sie kriegen keine zusammenhängende Bewegungsvorstellung hin. Der nächste Punkt, das ist der kleine Exkurs, überlegen Sie sich mal, was Ihre Schläger mit Ihnen machen. Wir haben einen Leihwinkel, also das ist der Winkel, wie der Schaft dem Schlägerkopf die Möglichkeit gibt, dass er auf der Sohle aufgelegt wird. Wenn Sie mal irgendjemanden fragen, wie ist denn der Leihwinkel, dann sagen die zu Ihnen, Moment, also die Industrie, muss ich nachschauen. Ja, das sind tolle Schlägerhersteller. Ich mag eigentlich alle Schlägerhersteller. Ja, aber der Leihwinkel, der definiert Ihren Becken-Oberkörperwinkel, also Ihre Biomechanik. Das kann ja nicht sein. Ich habe dann gefragt, hey Leute, wie ist denn, wenn wir den Leihwinkel haben, sagen wir 64 Grad bei meinen Lieblingsschlägern TaylorMade, wie ist denn dann euer Becken-Oberkörperwinkel? Dann sagen die zu mir, Junge, das wissen wir nicht. Dann sage ich, ja, warum wisst ihr das nicht? Ja, das muss der Golflehrer machen. Dann sage ich, also ihr verkauft Schläger, die dann nachher der Golflehrer nochmal korrigieren soll, auf den Becken-Oberkörperwinkel abgestimmt. Das ist so die falsche Vorgehensweise. Also, wir gehen anders vor. Wir sagen nicht, der Schläger bestimmt die Biomechanik, sondern die Biomechanik muss das Schlägermaterial bestimmen. Deswegen sagen wir, wichtig ist zu wissen, was ist der ideale Becken-Oberkörperwinkel, weil nur dann haben wir die Möglichkeit, dass wir daraufhin auch das Schlägermaterial, vor allem auch den Leihwinkel anpassen. Und den kann man nicht ganz genau standardisieren. Ja, für meine Größe ist der standardisiert. Ich bin so 1,80 groß. Aber für jemanden, der 1,93 groß ist, müssen wir wiederum das frisch analysieren und Custom-Made-Fitting machen. Deswegen ist die logische Konsequenz, dass wir auch uns mit dem Schlägerbau beschäftigen und auch Schläger im Verkauf anbieten. Und da steht rechts oben drüber immer Sonderanfertigung. Ja, also das Material bekommen Sie nicht standardisiert. Ein anderer Punkt, ja, Sie haben ein Offset. Offset heißt, Ihr Schläger, wenn Sie den Grat ausstrecken mit der linken Hand, ja, und ihn tatsächlich mittig auflegen, dann zeigt das Schlägerblatt nach links. Ja. Warum? Ja, weiß kein Mensch. Das heißt, wenn Sie den Ball perfekt treffen, dann werden Sie für einen perfekten Schlag bestraft. Ja, also ist das doch viel besser. Wir arbeiten an der Schwungbiomechanik, verbessern das und dann bekommen Sie besseres Schlägermaterial. Der letzte große Punkt, also bei den Schäften, da ist schon der technische Standard ganz gut. Das wird mittlerweile auch von den Kollegen der Custom Fitter auf Schwungtempo angepasst. Aber der Griff, ich sage Ihnen 90%, 95% der Griffe, die wir checken, sind zu dünn. Ja, wenn Sie hier in den Handballen, wenn da im Prinzip der Ringfinger einschneidet, dann lassen Sie los. Das bedeutet zusätzliche Freiheitsgrade, also zusätzliche Risiken. Meine Damen und Herren, wenn man sich mit der Golfschwung-Biomechanik beschäftigt, muss man beim Schläger anfangen
Und danach hat er auch in deinen Haarspitzen entsprechend aufhören. Ja? Und deswegen beschäftigen wir uns mit Schlägerbau. Das war der kleine Exkurs. Also, Biermechanik, hier ist die große Problematik. Die Jungs, die Ihnen das erzählen, wissen gar nicht, in welcher Methodenlehre sie unterwegs sind. Das ist ein großes Problem. Wenn ich da nicht unterwegs bin, dann kann ich ja keinen strukturierten Unterricht machen oder auch irgendwie an Verbesserungen arbeiten. Ja, dann sind alle Zahlen, alle Messungen sind pointless, also sinnlos. Ja. Das ist ein ganz großer Punkt. Der Hammer hat dieser Tage ein Golflehrer, ein Head Pro eines Clubs abgeschossen, der zu mir gesagt hat, hör ich zu, also das ist ja alles recht und schön, was du machst, aber er als Head Pro will gar nicht, dass die Schüler verstehen, was sie überhaupt da im Unterricht mitbekommen. Alles war der Super-GAU und da sind wir froh, dass wir einen authentischen Unterricht machen. Deswegen sind wir auch so motiviert. Das heißt also, wir müssen ihnen keinen Quatsch erzählen, sondern das hat alles Hand und Fuß. Und wir machen eigentlich aus unseren Kunden keine Schüler, sondern wir machen mehr den Co-Trainer. Das ist ein Trainingsbereich, der extrem wichtig ist, weil uns liegt es am Herzen, dass A, sie sich natürlich verbessern, aber dass sie B, auch alles verstehen, was sie tun. Deswegen die Frage, die sie immer stellen sollen, bei allen Bewegungsanweisen, warum mache ich die? Was ist der Sinn davon? Ja, also bei uns ist alles mit einem Sinn hinterlegt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sommer. Meine Lieblingsblume, Pfingstrosen, duften hervorragend und genauso ist die Golfschwung-Biomechanik der Free-Release-Methode. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.